Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland und wir haben es gesehen, letzte Folge, der Kollege hier hat mal eben selbst abgetankt, das hat mir schon sehr gut gefallen. Wir flitzen mal kurz rüber und gucken uns das ganze Resultat einmal an. Hier sehen wir es, also das passt soweit. Und damit können wir den auf jeden Fall hier ruhigen Gewissens dann fahren lassen, ohne dass hier großartiger Schaden entsteht oder angerichtet wird, wie auch immer. Der neue Vieh-Trailer ist unterwegs zur Rindermast. Und was auch noch passiert ist, wie gesagt, letzte Runde hier oder letzte Folge, den Kollegen mit dem Schwader losgeschickt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Sieht auch gut aus und da passiert auch ein bisschen was. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut auf jeden Fall. Wir werden mal schauen, wann wir dann anfangen mit Pressen, weil wir brauchen ja natürlich dann halt Stroh hier im bei uns im Kuhstall. So. Weil wir wollen ja gucken, dass wir dann mit dem Thema Käse anfangen. Ja, wir wollen ja dann die Käserei in Betrieb nehmen. Und dazu brauchen wir natürlich dann halt ein bisschen Equipment. Für dich habe ich hier immer noch keine Aufgabe, oder? Wie ist das denn auf Feld 1? War da irgendwas zu machen? Feld 1 ist fertig gepflügt. Das heißt, du könntest eigentlich Aussaat betreiben. Aussaat von Dingen. Wo ist aber eine Sämaschine? Steht die hier irgendwo? Da gibt es Mais. Und da ist meine Sämaschine. Sehr schön. Der Volvo ist unten an der Rindermast angekommen. Das ist auch schon mal sehr gut. Aber wir werden jetzt erstmal dich losschicken und aussäen. Neue Getreidesorten. Und endlich hat sich auch mal wieder der Radler da festgefahren. Ja, sehr schön. Aber er wühlt sich noch durch. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So. Jetzt wollen wir da mal gucken, was bringen wir denn da aus eigentlich? Was bringen wir da aus? Ich habe keine konkrete Vorstellung, ehrlich gesagt, ne? Bisschen Gerste und Weizen wäre natürlich nice. Wie sieht's denn da aus, bestandstechnisch? Ja, Gerste können wir auf jeden Fall machen, ne? Dann hauen wir da auf jeden Fall nochmal Gerste drauf. Das hat ja ansonsten keinen Wert. Jetzt haben wir Weizen. Gerste. Und wir haben doch bestimmt für Feld 1 auch Düngen, Groben, Pflügen, Säen mit dreimal Vorgewende. Das wollen wir haben. Nein, du sollst Aussaat betreiben. Ach, der fängt da vorne an der Ecke an. Na gut, dann fahren wir da eben hin. Warum auch immer. Weil ich ihm wahrscheinlich gesagt habe, er soll in der nordwestlichen Ecke anfangen. Aber gut, dann ist das eben so. Dann fang mal an und tu hier dein schändliches Werk. Da kommst du ja ganz gut mit zurecht, denke ich. Okay, das läuft. Hier wird weiter fleißig geschoben. Wir müssen uns das aber mal angucken. Denn ich denke, ja, hier ist auf jeden Fall noch eine Lücke. Da können wir definitiv noch Zeug reinkippen, reinschmeißen, was auch immer. Wir werden mal eben hier schauen. Wie weit bist du denn? Du hast hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viele, viele Bahnen. Ach, guck mal hier. Da ist er auf jeden Fall noch ein bisschen mit beschäftigt. Das ist schon mal ganz gut. Dann brauchen wir uns da in nächster Zeit nicht drum kümmern. Das Einzige, was wir halt machen müssen, ist dann gucken, dass er nicht leer durch die Gegend fährt. Warum fährst du denn jetzt hier? Ach, weil du voll bist. Ich verstehe. Wir müssen dann gucken, dass wir die Ecke aufgefüllt bekommen. Ich
denke mal, das werden wir auch jetzt direkt mal machen. Wir werden die Chance nutzen. Fahren wir eben mit ihm hier zur BGA. Mal eben Huckepack. Und dann füllen wir einfach von Hand dann die Ecke dort auf. Boah, das ruckelt aber nicht schlecht hier, ne? Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, jetzt hat er es erkannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er oder ob dieser Weg denn ausreicht. Oder ob er jetzt erstmal dann nochmal 2 Meter vorfährt, der da hinten nochmal losfährt. Weil ich hatte das Ganze, glaube ich, mal irgendwie angepasst von der Entfernung her. Noch bleibt er da hinten stehen. Steht er denn noch? Jo, wunderbar. Das heißt also, sobald er hier im Rückwärtsgang ist, werde ich dann hergehen, dann das Steuer übernehmen. Und werde mal hinten noch ein bisschen Material in die Ecken reindrücken. So, quasi jetzt. Weil ich wollte nämlich nicht den Wegpunkt verlieren, den wir beim Arbeiten haben. Ansonsten fährt er nämlich dann erstmal hier noch Stunden, Tage, Wochen lang durch die Gegend und das soll erstmal nicht sein. Das wollen wir ja natürlich nicht. So, mal eben gucken. Wie weit können wir denn hier noch nach hinten? Da ist noch Luft. Oh. Boah, guck mal hier. Da geht ja gar nichts. Okay. Habe ich das jetzt daneben gekippt? Das wäre es ja auch noch, ey. Ja, ich hab's geahnt. Mist. Naja, gut, dann ist das eben so. Ja, mach halt mal am nächsten passenden Wegpunkt weiter. Das soll mir recht sein. Ja, dann müssen wir da halt nochmal irgendwann mit dem Radlader hergehen. Und das Häufchen hier wegholen. Oh, ist das ätzend, ey. Einmal kurz übers Ziel hinausgeschossen. Naja, und hier, ah, Kollision. Toll, toll, super toll. Verkehr, an, aus, fertig. Und du steckst jetzt fest, weil er da hinten schon wieder losgefahren ist, oder was? Ja. Würdest du bitte auf deine Warteposition fahren, damit er weiterfahren kann? Du blockierst nämlich jetzt gerade einfach mal alles. Das sieht ja soweit ganz gut aus, ne? Wenn jetzt Cosplay noch hergehen würde, hier die letzten Ecken auffüllt, dann würde mir das richtig gut gefallen. Vorteil. Man muss es ja so sehen. Vorteil ist ja, wenn Cosplay nur bis hierhin befüllt, dass wir es nachher auch mit dem Radlader leer kriegen. Weil wir haben immer das Problem, wenn wir hier mit einem Radlader arbeiten und das Silo bis hinten hin voll machen, dass ja immer hier so kleine Reste dabei sind, die nicht befüllt werden, beziehungsweise nicht rausgekratzt werden, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich werde tatsächlicherweise das Ganze mal ausprobieren, und Cosplay dann halt nur automatisch so ein Silo füllen lassen. Ohne hier irgendwie was zu machen, ohne irgendwas aufzufüllen, das Ganze nachher dann mit einem Radlader dann tatsächlicherweise rauskratzen zu lassen. Das müsste ja eigentlich relativ gut funktionieren. Ja, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das gut funktioniert. Okay, hier wird abgetankt, da wird gesät. Ein Träumchen. Ach, warum hast du denn immer diesen Spurreißer draußen? Den brauchen wir noch nicht.
Spurreißer. Wo ist kopieren? Wo mache ich denn den Spurreißer an? Da ist er. Deaktivieren. Danke sehr. Wenn du im Kreis fährst, brauchst du keinen Spurreißer. Ich bitte dich. So. Ach, guck mal hier, das läuft doch. So. Das läuft. Was mit dir? Warum fährst du nicht weiter? Da ist doch noch ein bisschen was. Oh, ich werde das echt mal ausprobieren. So, mach mal. Wo wir gerade schon hier sind, müsste doch jetzt gleich... Da ist er. Du, abfahren lassen. Zack, zack. So, wir müssen jetzt mit diesem Gerät hier einen Kurs einfahren, der uns theoretisch alles abnimmt. Das heißt also, wir wollen hier mal ein paar Milchkühe oder zumindest halt ein paar Rindviecher von der Mast zum Haupthof bringen. Und gucken einfach mal, was er denn daraus macht. Wenn er so ankommt, wie fahre ich denn am besten, dass er dort rankommt? Lass ich ihn erst nochmal drehen. Wäre, glaube ich, sinnvoll, ne? So, und dann von hier aus dann dort ran. Ja, das könnte klappen. Da will er nicht. Stehe ich nicht richtig im Träger drin. Nee, andersrum. So, da lädt er die Rinder auf. Das ist okay. Das heißt also, ich muss wirklich exakt hier am Gatter nachher stehen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache. Schräg ranfahren ist eine Sache. Aber ihr müsst ja natürlich dann auch so stehen bleiben, ne? Was ist denn? Ich muss das mal ein bisschen korrigieren eben. So halbwegs gerade dann daran. Also von der Schräge her meine ich jetzt, dass wir das Gespann dann halt so relativ gerade hier ransetzen. Das hat er, glaube ich, gesonnen so, ne? Versuch das einfach mal. Wenn nicht, müssen wir das Ganze selbst irgendwie in die Hand nehmen. Wir probieren das. Einfach mal einen Kurs vom Rinderhof zum Haupthof. Und wenn wir das Ganze dann halt auf die Spitze treiben wollen, machen wir da das Ganze noch dann vom Rinderhof zum Schlachter.
wo dann nachher wunderbares Fleisch und Wurst aus diesen wunderschönen Tierchen dann gemacht wird. Und meine Meinung dazu, wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie so lecker? So, und jetzt bitte Shitstorm in 3, 2, 1 und los. So. Da ist die Käserei jetzt links. Da müssen wir dann gucken, dass wir hier das Ganze dann halt gebacken kriegen. Dass wir halt Stroh kriegen. Vor allem, dass das alles dann so weit funktioniert. Wir brauchen Kraftfutter. Wir haben ja so ein bisschen Kraftfutter unten an der an der Rindermast. Aber naja, wir müssen mal schauen, dass wir das Ganze dann halt erstmal so mit Bordmitteln befüllt kriegen. Das heißt also Gras, Heu, alles. Meine Güte, warum bist du denn so am Ruckeln? Mich ärgern? So. Na guck, und hier nimmt das Ganze auch Form und Gestalt an. Da können wir eigentlich dann auch schon die Ballenpresse losschicken. Boah, ist das am Ruckeln. Was ist denn hier los? Achso, wo werden die Tiere eigentlich angenommen? Muss ich auch noch rauskriegen. Ich war jetzt einfach erstmal munter hier mit den Geräten durch die Gegend hier. So, mal kurz aussteigen. Hier, ne? Jo, hier werden sie angenommen. Alles klar. Ja, ich möchte gerne 40 Tiere abladen. Hier machen wir mal einen Haltepunkt. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Hier, dieses Silo, das dürfen wir nie befüllen, ne? Nie, niemals und nicht. Ansonsten haben wir echt irgendwann mal ein Problem. Gut, aber ich sehe schon, wir haben schon hier das Maß der Dinge um einiges überzogen. Ich fahre jetzt noch schnell zurück zum Rinderhof und dann gucken wir mal, wie wir da morgen dann rückwärts einparken, ob das so klappt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch wieder, ne? Wie immer. Recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, dabei sein, kommentieren, liken, Abos dalassen. All diese Dinge. Und ich freue mich auch, wenn diese Autos hier einfach weiterfahren würden. So ist Gott sei Dank nichts passiert. Und wenn ich jetzt gleich weit genug weg bin, dann verschwinde ich ja eh. Also alles gut. Ja, ansonsten würde ich sagen einfach bis morgen, liebe Freunde. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, bis dahin. Macht es erstmal gut. Ciao, ciao.